Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem Part Mario Kart 8, ein Special Part, einer von zwei Special Parts, um genau zu sein, denn wir haben den 13.11.2014 und das heißt, das erste DLC zu Mario Kart 8 ist endlich verfügbar, habe ich mir endlich runtergezogen und ich würde mal sagen, mit 150, da unten sieht man schon, da fehlen irgendwie zwei Goldpokale und immer noch Sternränge. Wie man hier so sieht, ne? So ein paar Sternränge, ist auch egal. Wir starten. Wir haben jetzt Tanuki Mario, Katzenpeach und Link. Und ich würde mal sagen, wir... Mi und Amiibo kann man, alles klar. Leider ist Knochenbowser erst im zweiten DLC dabei. Schade, aber egal, er ist bald dabei. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einmal mit Link. Da haben wir das Epona-Bike. Das fährt leider so wie dieses coole Yoshi-Bike mit dieser Kack-Drift-Einlage, die ich nicht kann. Darum werde ich das nicht benutzen. Ansonsten würde ich das gerne benutzen, aber so kann ich leider nicht fahren. Und ich möchte vernünftig fahren, weil ich mir sofort Gold holen möchte. Dann haben wir die Mercedes 300 SL Roadster. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch einen neuen dazu gibt. Der Blue Falcon. Tanuki Buggy. Und der Bolide ist auch wieder mit dabei von Mario Kart DS. Altes, gutes Stück. Aber ich bleibe bei meinem Flammenbike. Das bleibt alles gleich. Ich glaube, Reifen ist jetzt auch... Na gut, Triforce-Reifen. Voll cool. Und ansonsten... warte, welche habe ich denn sonst? Ansonsten ist ja alles gleich. Die Rallye-Reifen. Bowser-Gleiter. Jetzt haben wir noch einen Jurule-Gleiter. Sehr schön. Ich bleib bei Bowser. Und da sind sie. Wir haben... Schade, jetzt ist noch ein... Da, Super NES Regenbogen Boulevard. Als zweite Strecke, nicht als letzte, aber egal. Meine Lieblingsstrecke ist endlich wieder da. Ah, voll geil, ey. Mario Kart 7 dabei und jetzt hier. Yeah, ist so geil. Aber die Kontenance zu bewahren, werden wir jetzt einmal hier fahren. Yoshis Piste aus GameCube. Excite Bikes, Stadion, große Drachenmauer, cool. Und Mew City. Ich bin sehr gespannt, wie die Strecken sein werden. Also, die Retro-Strecken, der GameCube, kennt man ja. Ich freue mich drauf. Ich bin so happy. Mit Hey Ho! Ha! Mit Link. Jetzt müsste es noch neue Items geben, sodass man Link hat. Das wäre auch cool. Hier bin ich früher sehr gerne drauf gefahren. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und diese eine super Abkürzung ist nicht dabei, wo man dann unter der Strecke durch den Tunnel fährt. Hat man gerade gesehen, da war kein Ausgang. Erstes Rennen mit Link und er steht. Nicht mehr. Ja! Ne, 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 Münzen! Ich finde das geil mit Link. Ah, herrlich. Ja, man kann leider nicht runterhüppeln. Wäre cool, aber so ist man dazu gezwungen... dazu gezwungen, Yoshis Rückenstachel herzubrettern. Hey! Ja, so geil. Das sieht auch so schön aus, so mit den... Ah, Yoshi! Oh, du bist so knuffig. Mit den ganzen... Sonst war ja nur Wand und Bäume. Jetzt hat man... Hier noch ein Wasserfall. Und das sieht also geil aus. Jetzt hat man da so ein paar Häuschen. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Auch hier ist es viel heller als im GameCube. Einfach sehr schön gestaltet. Also von der... Münzen. Von der optischen Aufmache her sehr schön. Da sind die Yoshi-Beeren am Baum. Die man ja von Super Mario World kennt. Richtig schön. Gefällt mir. Da möchte die Yucca-Palme mich überholen. Also wenn ich nur Münzen kriege, wäre das sogar machbar. Ah, Yoshi! Sieht also schön aus. Herrlich. Jetzt wäre ich aber dankbar für... Danke. Ich muss sagen, wenn man immer nur online fährt... Also ich spiele selten Mario Kart 8, muss ich einfach sagen. Aber wenn, dann fahre ich ja immer online...
man merkt schon, dass online viel größere Herausforderung ist, weil 150 sind selber, die kommen gar nicht hinterher. Die sind immer nur hinter mir, die sind gar keine richtige Bedrohung. Außer ich kriege jetzt kurz vor Ende noch einen blauen reingedrückt. Das wäre natürlich wieder scheiße Luck. Da oben ist ein Heli, kein Yoshi-Copter. Schade eigentlich. Das müsste ein Yoshi-Copter sein, das wäre viel cooler. Aber egal, ich möchte nicht merken, es sieht geil aus hier alles. Woohoo! Er hat auch eine sehr eigene Hupe. Ach ja, schön. Macht Spaß, mal wieder Mario Kart aufzunehmen. Der erste von zwei Special Parts. DLC-Parts, mal gucken. Let's DLC oder irgendwie sowas. Excite Bike Stadium. Einfach nur im Kreis fahren. Also es hat ja... Puh, es sieht aus wie... ne? Hier. Hier, Baby Park. Einfach nur im Kreis fahren. Jetzt habe ich's. Sehr lang, aber... das sieht aus. Sieht aus wie so eine Büroklammer. Ich merke schon, Offroad. Nie doll. Das war ja cool. Das gefällt mir jetzt schon. Münze. Das ist geil. Die Strecke gefällt mir jetzt schon. Und das Geil, wie er mit seinem Schwert rumwirbelt. Voll cool. Ja, das ist so geil. Und? Mist, da kriegt er leider keinen Sprung hin. Sie sind weit ab vom Schuss, die anderen. Ja. Meine Münze. Okay, das bremst mich ab, okay. Krieg ich ihn noch? Nein, ich krieg ihn nicht mehr, schade. Jetzt hat er einen roten, warum hat er einen roten? Warte. Jetzt kannst du mir nichts mehr, weil du Kacke bist. Ich moderiere gar nicht, ich mache einfach nur Link nach. Ja, natürlich Münzen. Alter. Von wegen moderieren Tanuki Mario ist auch mit dabei. Yay! Yeah. Kriegt zwar nichts geschissen, aber er ist mit dabei. Sehr schön ist das Ganze und wir starten das nächste Rennen. Schon Strecke 3. Für das ganze Gequatsche abziehen. Ja, so 3 Minuten. Ja, sehr. Ach, was weiß ich. Große Drachenmauer. Die sieht so geil aus. Aber wo ich die gesehen habe, so den Drachen, sieht so geil aus. Ja, alles klar. Okay. Wenn es zeitlich hinhaut, werde ich vielleicht auch alles in einen Special Part machen. Mal gucken. Entweder man wird es ja hinterher sehen. Entweder ist es jetzt ein großer Part oder zwei kleine Parts. Hey! Mal schauen. Was willst du hier? Du gehörst ja nicht hin. Bitchy. Okay. Sieht sehr geil aus. Sehr viel Geschlängel, wie ich merke. Da, wie ich anmerken da. Ah, du Arsch! Meine Fresse, jetzt geht's aber los hier. Jetzt werde ich vergewaltigt, ey. Nur weil ich hier ein Ausländer in Mario Kart bin, das ist ja unglaublich. Das Triforce! Haha, wie geil.
Oh, das ging jetzt doch relativ schnell. Ach nee, auf der Zunge kann man auch. Bitch. Alter. Das kann doch nicht sein, dass ich so hinterher hinke. Hinke. Meine ich nicht hänge, sondern hinke. Die Alte weggeklatscht. Mongoloida Mongo kriegt auch eins mit. Erwischt. Den wischt. Der. 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 Hallo. Es tut mir leid, aber das muss ich einfach machen. Es ist Link. Oh, 10 Münzen. Ne, 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 ne. Der. Und hinein in den Schlund des Drachen. Ich meine. Auf jeden Fall sieht hier auch sehr schön aus. Also. Es sieht einfach schön aus. Man kann es nicht anders sagen. Mario Kart 8 ist einfach das schönste Mario Kart aller Zeiten. Ja, es sieht geil aus. Und es macht auch Spaß, hier drauf zu fahren. Dieses Hin und Her ist sehr schön. Also, es ist stimmig. Auch die Optik, wie das Wasser da jetzt nach oben fließt, weil wir über Kopf fahren, sehr, sehr geil. Oh nein, ich höre etwas, was mir nicht gefällt. Link hat wieder mal den Tag gerettet. Und zum nächsten Rennen. Möge es unser letztes sein. Dieses eben, weil, ja, genau, weil, genau deshalb. Wir sind bei 12 Minuten ungefähr. Ja, es passt, wenn ich zwei Parts mache. Der iCup New City. Mhm. Spacig. Ich habe nie ein F-Zero gezockt, weil mir das Spiel an sich nicht so gefallen hat. Aber es sieht schon ziemlich cool aus. Yeah! F-Zero-Mucke ist die geilste Mucke. Das ist so geil. Die hätten statt Tanuki Mario und Katzen Peach hier Captain Falcon als Charakter machen sollen. Das hätte Style. Okay, jetzt war gerade nichts zu hören. Das war noch ein bisschen strange. Aber ich möchte nicht meckern, passiert, ne? Du fährst hier mir nicht davon. Yay! Also hier kann man schön Highspeed-Rennen machen. Das macht bestimmt Spaß, wenn man hier einfach nur mit Pilzen fährt. Ja! Ja! Schon cool, die Strecke. Ich habe 0 Münzen, Alter! Ja! Aber hier verliert man auch immer alles. Sind hier überhaupt irgendwo Münzen? Ah, halt die Schnauze! Du bist Kacke! Fresse! Da! So, die Alte wäre weg. Jetzt hört man wieder nichts, das ist irgendwie komisch. Aber ich glaube, hier hat niemand Münzen, kann das sein? Hier geht es nur darum, einfach über die Boosts mal schön schnell zu sein. Und da die Charaktere ein bisschen unterbeeimert sind, wie man sieht, der nimmt nicht jeden Boost mit, habe ich gute Chancen. Ah, oh, Wichser! Ach, Alter! Oh, die hatte Münzen! Ah! Interessant! Ach, komm, ey! Leck mich, du Bastard! Boah, welche Wichser, ey! Ist doch scheiße, alles machst du den ersten, nur jetzt musst du verkacken, kriegst nichts! Mann, schieß, du blöde Fotze! Toll, Schlampe! Boah, ey, was für eine Scheiße!
Mach das weg, ich will das nicht sehen. Fickt euch. Ach Mann, ey. Ihr blöden Hodenkinder. Ach, so Kack. Eine schöne Strecke. Mann, ey, so eine unfaire Kacke. Auf jeden Fall, wie bereits gesagt, sehr schön das Ganze und wir haben Gold. Möchte ich nicht sehen, danke. Ein klobiger Pokal. Toll, ein Stern, yay. Yeah. Ein klobiger Pokal, der mich irgendwie an eine Mülltonne erinnert, aber ich weiß auch nicht so recht warum. Professionell Kart Racing. Ich konnte es nicht ganz lesen, aber ist auch egal. Sehr schöne Strecke, gefällt mir sehr. Also allgemein, die Strecken sind schön gemacht. Upsa, und ich würde mal sagen, im nächsten Special Part werden wir den anderen DLC fahren und das mit meinem Lieblingscharakter. Wer das ist, das weiß man eigentlich, ne? In dem Sinne, arrivederci, meine Kamakronis. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir den zweiten DLC Cup fahren. Ich freue mich! Yay! Yeah!